Das Böse begrüßt eure Tanzi zurück hier bei Dark Souls 3, The Ringed City. Und genau diese umringte Stadt haben wir in der letzten Folge auch erreicht, sind schon diverse Tode hier gestorben, haben sehr merkwürdige und abartige Gegner hier kennengelernt. Und ja, dann wollen wir hier mal weitermachen, würde ich sagen. Hier irgendwo ist ein Gegner, der Stress macht. Da... Hä, du kleines Arschkind. Oh nein. Genau der. Das ist doch widerlich. Wie weit reicht denn deine Macht? Ich habe ihn zumindest jetzt gesehen. Und wenn das hilft, ist jetzt noch eine andere Frage. Komme ich denn irgendwie zu dem hin? Wo hockt der nochmal? Da hockt er. Scheiße. Ah, das Problem ist... Ich muss ihn halt auch treffen. Alter, das ist ja abartig, wie weit er diese Scheiße zaubern kann. Mal auf mit dem Müll, mein Nichtfreund. Gott sei Dank. Der ist weg. Haben wir noch einen? Glaube nicht. Doch. Was ist denn hier los? Okay. Aber ich glaube, einen höre ich noch, oder? Kann das sein? Da liegt der Ringritter, das ist auch okay so. Ich höre noch irgendwas hier. Das muss ich nur noch finden. Oder er findet mich, je nachdem. Bevor ich mich hier richtig umgucke, will ich diejenigen weg haben, die mich hier stören. Ja. Yeah. Irgendwo ist doch hier noch einer, du willst bitte verarschen. Du bist tot, oder? Ja. Das ist wahrscheinlich der, den ich von oben gesehen habe. Lass mich raten, hier an der Wand hängt irgendwo einer, der Stress macht. Oh Junge, das ist ja eklig. Irgendwas passiert hier doch gleich, ganz ehrlich. Da hängt aber nichts. Okay, machen wir. Schreist du? Nein. Weichstein. Nichts war.
komme ich da hin? Soll ich da von der Treppe aus hinspringen oder was? Nee, du bist auch down. Na gut, ich kann den hier machen und fall runter, wa? Nee. Hätte ich mir aber vorstellen können. Geil. Top. Macht aber nichts, weil ich habe Katzenring an. Wo ist die Treppe? Nee, da geht's raus. Das möchte ich jetzt gerade noch nicht. Natürlich langfristig schon, aber nicht jetzt. So, wartet mal. Ich kann auch versuchen, von hier theoretisch darüber zu jumpen. War schon viel Gutes dran, aber auch viel Schlechtes. Deswegen war das jetzt, naja, eher so mittelprächtig. Aber nun gut. Gut, okay. Nicht mal... Alter, willst du mich verarschen? Hör mal, Ingbert, weißt du... Du könntest auch mal ein bisschen kooperativ sein. Ich weiß, es ist eine lange Reise gewesen und so. Aber so ein bisschen könntest du halt auch mal versuchen, wenigstens mitzumachen, so. Ja, geil, perfekt. Oh, hier ist doch schon wieder irgendwas nicht richtig, oder? Nee, du bist es nicht. Du bist okay. Gimme. Was gibt's hier? Funkeltitanit. Na, das hat sich ja gelohnt. Naja, gut, es ist schon gut, aber nicht das, was ich haben will. Das, was ich will, das sind andere Sachen so. Aber gut, okay. Scheint es jetzt keinen weiteren Weg zu geben. Gucken wir hier hin. Alter. Was? Wie genau soll ich denn das jetzt machen? Kommt die hier jetzt rein? Nö. Scheiße. Das ist aber gerade echt ungeil, muss ich zugeben. Okay. Er ist dahinter hingesprungen gerade. Was auch immer er da möchte, aber er hat es gemacht. Ich muss mich beeilen, dass ich hier hochkomme. Der wird mir wohl hoffentlich nicht die Treppe hochfolgen. Ich weiß mir gerade nicht anders zu helfen. Aber der verliert eh relativ schnell das Interesse, ne? War das nicht so? Wie löst man das denn jetzt schlau? Also da oben kann man weitergehen. Ihn interessiert das alles nicht?
Lass mich raten, die Tür hier ist zu. Speak thee the name of God, thine own God, if thou canst recall. Was? Gwyn, ja klar. Ah, then thou's not forgotten. Perhaps 'tis why we may converse. I am known as Shira, servant to the Princess Filianor, matriarch of the Church. They who are kin to God's name are surely kin to the terrors of the dark. Please, I bid thee take not from the princess her peace or rest. As the fire waneth, does she lie by the dark, all for the sake of man. Thou'st a kind heart to speak to a captive such as I. It is no surprise thou rememberest our God. Aber wieso Gwyn? War Gwyn ein Gott? Aschefürst, ja okay, aber Gott? May I ask thee a kindness? Perhaps thou'st beheld the lone dragon that inhabited this city. Medir is his name. And the archdragons are his forebears. He once railed against the dark, but was by dark afflicted. Now here, returned, he remaineth to watch over the sleeping princess, true to the old accord. And yet, I would have thee put the dragon to rest before the dark consumeth him and his vows are forgot. Okay. So ein Drache dürfte ja eigentlich nicht so leicht zu übersehen sein. I offer my sincerest gratitude, thou who art kin to God's name. Please, take this. Heilige Glocke von Filianor. I have asked a thing most terrible of thee. May this token of thanks be of aid. I beg of thee, put the great dragon to rest, before the dark consumeth him and his vows are forgot. Okay. I beg of thee, afore. Alles klar. Oder auch nicht. Ein großer Drache! Aber wenn der von den Erzdrachen abstammt, na herzlichen Glückwunsch, würde ich mal sagen. Du siehst nicht nett aus. Bleib da hinten. Hier gibt's nichts zu sehen, Rauchkopf. Gott sei Dank. Interessiert ihn das nicht, oder was ist da los? Ja, geh mal zur Seite, genau. Ich möchte ja nicht dich treffen, sondern deinen Kumpel da. Ich weiß aber noch nicht so richtig, was ich davon halten soll, dass hier drei Stück waren. Einer hockt ja hier, glaube ich, noch in der Seite, ne? Kann das sein? Er haucht mir jedenfalls gefühlt die ganze Zeit ins Ohr. Ich weiß halt nicht, ob ich ihn komplett besiegt kriege. Wieso verflucht mich das hier? Oh. Oh Gott. Warum war da gerade Fluch? Du kleines Arschloch. Oh. Ah doch, nee, ist richtig. Ich muss erstmal das meinen Fluch ein bisschen runterkriegen. Holy shit, Alter. Boah, Alter, was ist das? Klingt ranzig, ehrlich. Direkt hier rechts. Ist das Ding wieder hinterhergerannt, oder was?
Ist ja Wahnsinn, wie schnell die einen verfluchen können. Ich dachte schon, die Harald-Köpfchen können das. Stück zur Seite gehen. Boah, Alter. Also man kriegt die nicht hundertprozentig besiegt mit einem Angriff. Also sind Minimum zwei von diesen kleinen Viechern, oder? Klingt jedenfalls sehr stark danach. Geh mal weiter, Harald. Hier gibt's nichts zu sehen. Oh nein. Harald hat mich doch bemerkt. Harald hat gerade einen Tobsuchtanfall. I see, okay. Bleib mal da hinten irgendwo. Hat er sich wieder beruhigt? Ich glaube ja. Ah, er hat sich wieder beruhigt. Ist okay. Dieses kleine Mistvieh halt noch nicht. Dann sind beide Haralds erstmal unten. So bist du, kleiner Arsch. Was ist hier in der Zwischendings? Ach du Scheiße. Heilung? Gut. Was ist denn da oben los? Aber wozu kann man denn hier hin? Was? Er guckt hier einmal kurz rein? Und geht dann wieder, oder was? Oh, oh. What? Macht Sinn. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass ich da vermutlich lang muss. Obwohl, nein, gar nicht. Ach, hier ist wieder Fluri. Nein. Du kleines Arsch, kannst herkommen. Ich möchte nicht unbedingt nur mit Harald hier jetzt kämpfen müssen. Der strömt diesen Flugscheiß nämlich aus. Das ist das Problem an dem. Jo, Harald, lass dich nicht stören. Ich baller nur kurz deinen Kumpel da ab, ja? Hoffe, das ist okay für dich. Okay. Beide sind weg. Das ist super. Holy moly. Beachte mich bitte nicht, dankeschön. Ich tue dir dann auch nichts, okay? Vielleicht ist das ja ein Deal. Ah! Hab dich nicht gesehen. Sorry. Kann man da weiter lang gehen? What? Sag mal, Harald.
Gott. Oh mein scheißing Gott. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass er dann mal eben da hochstapft. Und denn sowas, weißt du? Das habe ich jetzt echt nicht gedacht. Federpfeile. Brandpfeile vielleicht noch. Na, ich lasse es erstmal noch und dann kann man ja immer noch gucken. Wo seid ihr? Schaffst du gerade wieder hoch? Ja, er stapft hier hoch. Holy moly, Alter. Komm ja sogar wirklich denn hier hin? Mal ein bisschen mehr rein. Nicht, dass er gleich irgendwie wirklich seinen Anfall wieder kriegt, während ich daneben stehe. Könntest du mal ein bisschen schneller schlendern? So ein Spaziergang ist ja immer was Feines, aber ey, das geht auch in einem anderen Tempo. Mr. Hohlbauch, Rauchkopf. Müsste der andere aber auch gleich wieder kommen. Es klingt zumindest sehr stark danach. Vor allem drei Stückchen in diesem... Alter Schwede, wirklich. Nö, beide auf dem Weg zurück, okay. Moosfrucht. Oh. Nein! Da ist wieder so einer. Ich finde dein Schwert wirklich mega geil und so. Okay, damit habe ich gar nicht gerechnet. Fuck. Heil dich. Ja, egal. Heilung. Schnell. Oh mein Gott. Ringritter Kapuze. Geiler Scheiß. Wie viele von denen gibt's denn hier bitte, ey? Erinnert mich gerade wirklich so ein bisschen an das Nordwindtal, wenn ich ehrlich bin. Aber das hatte ich ja in der letzten Folge schon mal so ein bisschen angedeutet. Es gibt so viele Wege einfach. Was? Finstergeist? Wie kann denn hier jetzt ein Finstergeist erscheinen? Wollt ihr mich verarschen? Ich bin nicht geglutet, übrigens. Ja, wo ist er denn? Ganz ehrlich, wie kann das denn jetzt sein? Ich bin nicht in der Glutform. Hä? Vor allem, wo ist der Spacken denn? Ob ich es wissen will, weiß ich noch nicht so richtig. Es scheint aber dann NPC zu sein, weil mich kann hier eigentlich jetzt niemand sonst invaden.
Fällt er mir gleich auf den Kopf oder was? Diese Ruhe. Ich traue dem Ganzen überhaupt nicht. Sucher der Ausgestoßenen oder so. Meine Hände schwitzen schon wieder sonst wie. Ich bin angespannt als shit, ey, wirklich. Habe ich noch was von einem Drachen gehört, weißt du? Und du denkst dir nur so, alles klar. Da ist er wohl. Scheiße. Weg. Scheiße. Ja, da war ich im Stunlock. Aber wie kann er mich invaden? Auch wenn es ein NPC ist, aber ich bin nun mal nicht in der Glutform. Warum geht das? Wir sind ja eigentlich nicht in Dark Souls 2, wo das jederzeit ging. Oder sie haben sich tatsächlich darin jetzt ein Vorbild genommen für dieses DLC. Oh, scheiße, Alter. Jetzt darf ich den ganzen Weg nochmal rennen. Geil. Wo lang musste ich nochmal? Ach ja. Was für Belegen, du stehst nur da in der Nähe und wirst schon verflucht. Ist das nicht widerlich, ey? Ganz ehrlich. Mein Fluch ist so oder so ein Scheißzustand. Aber, ey, ganz ehrlich. Nur weil er da so ein bisschen Ausdünstungen hat, bist du gleich gearscht. Schnauze. Ich sage, diese Viecher sind so ätzend, ey. Vor allen Dingen, wenn sie fluchverseucht sind. Weil, wie gesagt, die atmen dich einmal kurz an. Die stinken so ein bisschen und du bist direkt verflucht, oder was? Bah. Weg damit. Aber die erinnern mich so ein bisschen an die Männchen aus Dark Souls 2, die in der Irdenspitze so unterwegs waren. Diese kopflosen Viecher da. Ich weiß nicht, ob ihr euch dran erinnern könnt, aber ich hoffe doch mal. Ach ja. So, was machen wir? Die sind bestimmt respawned, diese Ringritter, oder? Oder? Ja. Das war ja fast schon klar. Aber muss man überlegen, ey, einer davon gibt 7000 Seelen. Die vertragen echt eine ganze Menge, ey. Die sind richtig abartig, die Gegner. Also abartig im Sinne von verdammt stark. Ah ja, richtig. Hier war ja um die Ecke einer, ne? Und unten standen ja dann auch nochmal die Bengels. Ich weiß. Wir haben unseren Fluchi, der wieder ein bisschen stinkt. Der kennt eine Dusche nicht. Der weiß nicht so richtig, wie das geht.
Ist bestimmt auch, das ist eine mutierte Form der Gamer. Weil die kommen auch relativ langsam, das geht dann noch. Nichtsdestotrotz, bitte bleib mir fern, ich danke. So, und hier, genau, komm schon. Wow. Master Lag auf jeden Fall. Er hat nur einen, ne? Ja, ich glaube. Was? Ach so. Sorry, hab dich vergessen. Passiert mir manchmal. Ah, oh, ja, ich weiß. Jetzt kommen hier wieder diese ekligen. Ja, genau die. Alter, wie schnell hintereinander, geh weg. Meine Fresse, die sind ätzend, diese Gegner. Richtig zum Kotzen. Muss ich ja wieder gucken, wie viele davon haben wir hier nochmal gleich. Sind auf jeden Fall widerlich viele. Drei, vier. Mindestens. Das ist auf jeden Fall nervtötend, die Dinger. Natürlich heilt er sich jetzt als Sack. Alter, warum trifft er das nicht? Willst du mich verarschen? Unterbrich den Mist. Aber sofort, Junge. Einer noch. Dein Scheiß Ernst, ey. Ich hasse diese Gegner. Ist ja mega zum Kotzen auf jeden Fall, ganz ehrlich. So, wie schnell können die Scheiße denn machen? Das ist ja eklig. Weißt du, hast kaum geschossen, musst gleich den nächsten hinterhersetzen, damit er. Was ist denn das für eine Scheiße, Mann? Oh, sind das Drecksgegner, ganz ehrlich, ey. Sieh zu. Ja, natürlich. Ja. Dann komm her hier, Alter. Dann mache ich dich im Nahkampf. Du bist so ein Krampfgegner, Alter, wirklich. Oh. Ja, komm her. Bleib nicht da vorne hocken. Oh, natürlich. Jetzt machst du das wieder. Du willst mich doch verarschen, Alter, ganz ehrlich. Ey, ganz ehrlich, was ist denn das? Wie kann denn sowas sein? Du kannst doch nicht nonstop dich heilen, Junge. Was ist denn das für eine Scheiße, Mann? Ja, Tulio, jetzt habe ich den zweiten auch noch am Arsch. Selbstredend, wie sollte es auch anders sein? Ja, dumm. Dim. Ja, haben wir ja noch gar nicht gesehen. Dum. Ja. Wundervoll. Ist schön. Haha.
Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Oh. Schnauze. Stirb, Drecksding. Da ist ja noch einer. Hey, Surprise. Zu traurig, dass du dich jetzt gerade nicht mehr heilen konntest. Kleine Arschkrampe, Alter. Ah, man kann dich auf den Rücken packen. Meine Fresse, ist das ätzend. Ist ja widerlich, Mann. Boah, sind das Kackgegner, wirklich. Krieg Attacken bei denen, wirklich. So richtig widerliche Scheißgegner. Können sich jede Sekunde heilen, einfach weil sie geil sind. Nervtötend. Teilt der Wichser sich schon wieder? Ich glaube es nicht. Dein fucking Ernst. Alter, ich krieg einen Anfall mit dir. Mann, was ist denn das für ein Scheißgegner, Junge? Mal ehrlich jetzt, was soll denn das? Haha. Oh, nervig as shit. Wie viel die abziehen einfach, ey. Ja, natürlich. Jetzt schafft das wieder, sich zu heilen, der Pisser. Oh, Mann, ist das nervig. Oh, endlich, ey. Hat ja nur 5 Jahre gedauert, der Pisser. Oh, Mann. Alter, ohne Witz. Schlimmste Gegner ever. Selten so bescheidene Scheiße erlebt, ehrlich. Oh. Solche Cancer-Gegner wirklich. Widerlichst. So, wo ist jetzt der Ritter? Oder ist der von hier, dieser Ringritter, hier jetzt nicht respawned? Das kann ich mir irgendwie fast nicht vorstellen. Es wäre irgendwie seltsam. Ja, doch. Der ist respawned. Es hätte mich jetzt auch sehr gewundert, wenn er nicht respawned wäre. Oh Gott, kommt er jetzt hier hoch? Willst du mich verarschen? Bleib mal da hinten. Ich dachte schon. Ich wollte gerade schon so eine mittelschwere Krise kriegen. Ach, scheiße. Leider treffe ich ihn von hier nicht. Kann ich ihm in seinen Fuß zielen? Oh geil, ich habe ihn im Fuß getroffen. Mega gut. Wie gesagt, mit dem Invader gerade, das ist auch so ein Ding. Ich denke mir, hä? Ich meine... Ich hab nichts gegen Invader, so, ja, aber wenn ich nicht in einer Glutform bin, habe ich schon was dagegen. Zumindest in diesem Teil. Ich meine, wie gesagt, in Dark Souls 2 war das halt anders. Alter, kannst du dich mal entscheiden, welche Route du nimmst? Ich muss mich immerzu irgendwie umorientieren.
Ich weiß, das ist wieder ultra spannend und so, aber ihr wisst ja, ich bin da lieber Pussy. Und schaff's dafür dann aber wenigstens. Irgendwann mal. Aber ich denke mal, dieser Invader-Typi da, dieses Phantom, dieser NPC, der wird mich verfolgen, oder? Ich könnte mir vorstellen, wenn ich irgendwie versuche, an dem irgendwie vorbeizukommen, dass der mir dann hinterherläuft. Der verträgt ja auch so ultra viel. Der hat ja, wenn ich den irgendwie angehauen habe. Okay, scheiße, jetzt habe ich meine Möglichkeit verpasst, leider. Dann hat er ja gefühlt keinen Schaden gefressen und das ist halt schon ein bisschen ärgerlich und doof. Jetzt kommt er gleich wieder hier an der Seite rum, oder? Hoffe ich. Komm schon. Komm. Scheiße, verdammte. Boah, das dauert ja ewig, ganz ehrlich, bis man das mal tot hat. Aber egal. Muss halt irgendwie so eine Art gehen, ne? Ich weiß, ich könnte ihn auch im Nahkampf machen, aber ich traue mich da nicht so richtig ran. Gerade nicht mit der Waffe, Alter. Ist mit seiner. Die mir da... Der ist mit dem Schwert ja schon übertrieben krass. Der hat so ein bisschen Hommage an den Endboss des Spiels gehabt, finde ich. Und Seele der Asche. Und hiermit hätte er dann ja noch mehr Range. Ich finde aber sein Schild auch ultra stylisch. Finde ich mega cool. Ja, wie gesagt, ich bin immer noch am Überlegen. Ich weiß nicht so richtig weiter. Vielleicht sollte ich dann auch einfach da lang gehen, wo diese Haralds da lang laufen. Aber da sind 3 Stück von denen, ey. 3 Stück. Das ist halt schon nicht wenig, ne? Boah. Dauert noch. Tut mir leid. Aber ich mach lieber einen auf Sniper, als da blindlings reinzurennen, dann nochmal zu sterben und nochmal die ganze Kacke noch 5-mal zu machen. Also ich hasse diese Gegner hier vorne. Diese scheiß Kleriker-Dinger da. Boah, nervtötend. Also das Schlimme an denen ist halt wirklich, dass die sich nonstop heilen können und sich dann dabei so einen Igel und du denkst dir so, okay, geil. Du kannst halt machen, was du willst, so gefühlt. Die interessiert's halt nicht. Und das ist das, was ich scheiße finde an den Gegnern. Das ist einfach nur Hass. Super, super. Nee, doch nicht so super. Ich hatte kurz die Hoffnung. Ich könnte ihm einen Headshot verpassen, aber im nächsten Schuss dürfte er eigentlich tot sein, hoffentlich. Diese andere Stelle da vorhin war auch, oder weiß nicht was letzter, ich glaube letzter Part. Da mit diesen ganzen, oh, er hat was gedroppt, das finde ich mega schön. Das weiß ich aber ehrlich gesagt nicht mehr. War noch mehr. Und den hier unten. Einer noch, glaube ich, oder? Oder sind das jetzt wieder die Geräusche von draußen? Weiß ich gerade nicht so genau. Ne, ich glaube, der andere ist letztes Mal runtergeflogen. Und? Titanitbrocken, Alter. Das kriegst du hier echt überall hinterhergeschmissen. So. Das ist die Harald-Crew. Kann er versuchen, da unten lang zu rennen. Wie gesagt, es ist mir egal, dass da jetzt schon wieder 50.000, 55.000 Seelen oder was das da sind, liegen. Ist nicht so tragisch. Ein Harald, wo sind die anderen? Zweiter Harald, wo ist der dritte Harald?
Was ist da unten? Der eine stellt sich halt wirklich absichtlich da rein, oder was? So. Okay, und die beiden wechseln sich ab. Weil er hier nicht so weit läuft. In da oben tangiert das alles nicht. Du interessierst mich gerade mal ausnahmsweise nicht. Oh nein. Ich laufe jetzt hier einfach weiter. Das ist mir gerade scheißegal. Was ist denn hier los? Hi. Irks, Orks, Irks, Blarks, Blurks. Na geil. Da ist auch was zum Looten, das will ich. Ringritter-Speer, das finde ich gut. Dass ich hier sterbe, finde ich jetzt natürlich nicht so schön, aber ja gut, da bin ich selber dran schuld. Was bist du denn da oben? Achso, du bist nur so einer, der redet, ja? Oh mein Gott. Kann ich sonst noch irgendwas mit dir besprechen? Du hast gerade doch geredet. Da ist noch ein Harald. Aber nur der eine läuft hier umher, okay, alles klar. Gibt es da hinten irgendwo ein Leuchtfeuer vielleicht? So, okay, wo bin ich hier? Bleib da stehen, das ist super. Ist okay, wenn du ausrastest, du. Macht nichts. Meine Güte, Alter, ganz ehrlich. Schon. Weiß jetzt nicht, ob er es fallen lassen hat. Ist mir im Endeffekt auch egal. Sind das da Larven? Ist hier nicht noch irgendwo ein Leuchtfeuer? Das Ding ist ja, ich muss auch noch da lang, wo dieser Invader war. Hier habe ich jetzt noch was gefunden. So einen abartigen Ekelsumpf. Ja, genau. Ja, mach ruhig. Stört mich jetzt nicht so. Ich weiß, dass das hier gerade billig und cheap ist und was weiß ich. Also billig und cheesy.
Tangiert mich aber offen gestanden überhaupt nicht. Kommst du hier mal bitte wieder her? Dankeschön. Ey! Wenn du schon ausflippst, dann bitte hier vorne. Damit man dich auch vernünftig treffen kann. Danke. So, wo ist der dritte Harald? Oh, ich habe einen Estus dazu bekommen. Na, herzlichen Glückwunsch, danke. Ah, ich glaube, der andere Harald ist gerade auf dem Weg hierher. Oh, da ist er. Du stehst da scheiße, Kumpel. Komm mal so hier. Ah. Komm schon. Mist. Muss mir demnächst mal andere Pfeile ausrüsten, ne, ganz ehrlich. Weil meine gehen zur Neige, aber Gott sei Dank habe ich ja ein bisschen was eingekauft, nicht wahr? Schon faszinierend, wann man alles seinen empfindlichen Punkt da trifft. Fertig, gut. Was ist das da? Die sind auch ein bisschen ranzig, oder? 400 Seelen. Moment mal, noch ein Harald? Hatten wir nicht schon alle? Huch, wo ist er denn? Ach, da. Hass. Diese Pissgegner da, ey, ganz ehrlich. Das Ding da schon wieder. Was sind denn das für Geräusche? Ist das giftig? Scheinbar nicht. Boah, ich hätte so gerne ein Leuchtfeuer. Okay. Was bist du? Bist du die Mama oder was? Oh, Junge, wie viel verträgst du bitte?
Über 2000 Seelen. Okay. Was sagt man dazu? Leuchtfeuer. Wenigstens entzünden. Alles andere ist mir egal. Okay, machen wir mal den hier. Oh. Ist das hier der Shortcut zum anderen? Kann das sein? Nein. Okay, das ist noch wieder ein anderer. Okay. Oh, wie ein Traum. Lügner voraus, das heißt, hier ist nichts. Alles klar. Wo bin ich hier? Straßen der umringten Stadt. Okay. Ein Leuchtfeuer. Manchmal freut man sich schon über diese kleinen Sachen im Leben. Wartet mal, aber jetzt habe ich gerastet, das heißt, ich kann hier wieder meine Federpfeile ausrüsten. Genau. Kopf des weißen Predigers. Lux. Die laufen eher weg vor mir, ja. Da hinten möchte ich eigentlich gar nicht hin. Das ist so... Okay. Aber du möchtest wieder Stress, ja? Warum redest du? Ich habe leider nicht verstanden, was du gesagt hast. Das ist ja eklig, was du da machst. Vergiss es. Ich. Okay. Da drin ist Loot. Toll. Da ist nix. Da hinten sind nur diese Ekeldinger, die, da will ich gar nicht hin. Ich hasse die Viecher einfach nur. Macht er jetzt irgendwas? Oder sie? Ich weiß nicht. Oh. Ah, ich vergesse es auch jedes Mal wieder. Funkeltitanit, finde. Okay. Ist alles irgendwas mit dem Abgrund zu tun hier, oder was? Oh mein Gott. Autschi. Ah. So, dich haben wir. Jo, heck. Hier hängen ja noch so viele von denen rum.
Lass dich nicht stören, Kumpel. Ich will nur ein bisschen looten und gucken. Oh nein. Heil dich. Wozu kann ich denn hier rauf? Nur um den Pisser da kaputt zu machen? Okay, alles klar. Da hinten ist wieder so ein Ringritter. Ja, und sonst so? Was bringt mir der Scheiß hier? Hab natürlich nicht getroffen. Ich weiß nicht, wohin? Weil irgendwie sieht alles so ein bisschen... Immer da hinten ist eine Ruine. Hier kann man hoch. Scheiße. Gott sei Dank. Wo ist der andere? Hey. Heil dich. Scheißdreck. Nervtötende Scheißgegner, Alter, wirklich. Oh, nee! Noch einer, oder was? Scheinbar ja. Meine Fresse, ey! Was sind denn das für Pissgegner? Ja, dann leck mich doch am Arsch, dann gehe ich jetzt. Oh mein Gott, Alter, ist hier ein Nest von denen, oder was? Ach, guck mal an. Gott, Alter, wie viele es von denen hier gibt. Natürlich. Keine Frage. Ja, ist klar. Völlig klar. Oh, ja, komm, noch mehr von diesen Wichskindern hier, ey. Falle. Was? Irgendein Dolch? Keine Ahnung. Weg. Was ist das hier? Nix. Oh! Mann. Was krieg ich denn solche Mistgegner hier? Was? Scheiße. Oh mein Gott, das ist doch nicht euer Ernst, dass ihr hier diesen Boss hier nochmal hinsetzt, oder was? Ja, alles klar. Warum ist denn hier jetzt noch meine Drachentöterrüstung? Was soll denn das? Vor allen Dingen, es passt ja auch einfach mal null. Wie ich immer vergesse, dass er danach ja sein Schild auch noch umher dashen kann. Oh!
find's. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Natürlich, genau dann haust du nochmal mit dem Schild, wenn ich perfekt natürlich da stehe. Logisch. Erstmal wieder Ausdauer. Perfekt, ja, optimal. Mega, wirklich, ich bin glücklich. Vielleicht hätte ich mich mal heilen sollen. Heil dich. Ist egal jetzt. Natürlich optimal getroffen. Kein Problem. Wirklich sogar. Wer du respawnst, Alter, ganz ehrlich. 64.000 Seelen. Jetzt haben wir die ganze Drachentöter-Rüstung, ja? Warum? Recyceln wir einfach mal ein bisschen. Du Mistkäfer raus. Ja, wie gesagt, die Frage ist, ich weiß nicht wohin, also... Kann ich einfach weiterlaufen? Glaube nicht, oder? Ach Mensch. 128.000 Seelen im Gepäck. Alles klar, oder? Kommt hier noch einer zufällig von denen um die Ecke? Kann ich da weiter? Ich würde halt auch gerne mal langsam einen Cut machen, so. Sehe ich schon diesen Ringritter. Das ist ja auch okay per se. Zwei Ringritter sehe ich. Hab ihn getroffen. Oh, scheiße, das ist einer mit einem Speer. Oder Lanze oder was auch immer, ich weiß nicht genau. Er nimmt sein Schild leider nicht runter. Ich vermute mal, ich bin jetzt auch so gut wie tot, weil ich mein Alter, die Dinger sind. Diese Gegner sind unglaublich krass. Oh, er geht zurück. Na, das finde ich gut. Wenn er zurückgeht, habe ich ja vielleicht noch eine Chance. Hat er sich jetzt gebufft oder was hat er da gemacht? Ich weiß nicht so genau. Weil die Folge geht jetzt schon weit über eine Stunde. Aber ihr seht schon, ne? Ist auch so ein Feuerding jetzt. Leider kein... Oh oh. Oh Gott. Wie gesagt, den Schild finde ich schon auch ganz geil tatsächlich. Oh mein Gott. Okay, jetzt ist er gebufft scheinbar. Heilung. Danke. Gott sei Dank. Titanitbrocken zwei Stück. Ja, danke. Ist ja nicht so, dass ich hier jetzt schon zigtausend gefarmt hätte, aber trotzdem vielen Dank. Perfekt, getroffen. Na, komm her. Er hat einen kleineren Schild, der andere hat einen größeren.
Okay, der Schild kann auch noch Feuer machen. Alles klar. Scheiße. Hab ich gerade Stimmen gehört oder täuschte das? Ich bin mir gerade nicht sicher. Fuck. Heilung. Ja, egal. Aber ein bisschen. Fuck. Aber es macht nichts. Da weiß ich zumindest, wo ich hin kann. Und hoffe, dass die Drachentöterrüstung nicht nochmal respawned ist. Gut, werte Leute, ich hab's ja schon angekündigt. Ich mache jetzt hier erstmal einen Cut. Und wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht, dann schaut auch in der nächsten Folge wieder rein. Bis dahin. Tschüss.